Okay, wir sind ja fertig, Schwester. Wenn Sie dann bitte das Bett holen würden. Ich bin schon unterwegs, Frau Doktor. Jo, Bett, wie Bett. Bett, Bett, Bett. Ich möchte dein Bett. Bin ja schon da. Und damit herzlich willkommen und Hallöchen bei Pandido TV. Und mit unserem neuen Unboxing vom Playmobil Krankenhaus. Und Leute, beziehungsweise die Kinderkrankenstation, um genau zu sein. Und Leute, schaut euch das mal bitte an. Das ist ein Riesenset. Also auch das Krankenhaus ist unglaublich groß. Es sind unglaublich viele Teile dabei. Und es ist tatsächlich ein bisschen schwer, das überhaupt alles zu zeigen vor der Kamera. Weil einfach unser Tisch nicht groß genug ist. Beziehungsweise die Kamera nicht immer alles drauf kriegt. Aber ich werde mir die größte Mühe geben. Und ja, auf jeden Fall, wie immer, schneiden wir das Paket erstmal auf. Das hier ist alles enthalten. Und wir fangen mal an, die ganzen Tütchen aufzureißen. Perfekt. So, dann beginnen wir mal mit dem Aufbau der ersten Etage. Beziehungsweise nicht mal der ersten Etage, sondern des Grundflurs sozusagen. Wie nennt man das denn? Nicht die erste Etage. Wie heißt es? Die unterste Etage, sage ich mal, ne? So, die Basis. Okay, dafür stecken wir diese ganzen grauen Teile zusammen. Da sind, wie immer bei Playmobil, diese roten oder gelben, ich sag mal, Püppelchen dran. Damit lassen die sich dann wunderbar zusammenschieben und stecken. Und dann sieht das in etwa so aus. Dann haben wir schon mal ein Stückchen geschafft. Hier haben wir noch so eine riesige Platte. Also wie gesagt, dieses Krankenhaus ist unglaublich groß. Und ich möchte es nur nochmal erwähnen, dass es unglaublich groß ist. Also wenn ihr euch ein Spielzeug wünscht, vielleicht zum Geburtstag, zunächst Weihnachten, dann kann ich euch wärmstens wirklich dieses Krankenhaus empfehlen. Damit kann man unheimlich viel machen. Es sind auch ganz, ganz tolle Deko-Artikel dabei und Instrumente, medizinische Geräte und so weiter. Also das werden wir gleich alles noch sehen. Auf jeden Fall lohnt es sich, dieses Set zu kaufen, definitiv, weil man wirklich unheimlich viel damit machen kann. Okay, ich bin jetzt hier ein bisschen vom Aufbau abgewichen. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, weiter geht's auf jeden Fall mit diesen ganzen grauen Plättchen hier einmal drumherum. Das ist sozusagen eine erste Stufe, damit das drumherum alles hübsch und eben aussieht und auch glatt. So, dann fangen wir mal an, die Wände aufzustellen, beziehungsweise erstmal zusammenzustecken. Das hier ist schon mal eine Wand mit einem Fenster. So, da kommt die nächste dran. Zack, dann ist das Fenster auch sozusagen eingemauert, wenn man so möchte. Hier noch eine dritte und ein weiteres Fenster, noch ein Balken. So, damit haben wir schon mal ein Wandstück fertig und das kommt hier links an den Rand, wenn ich den treffe. So, jetzt habe ich, oder? Ja, drücken und klick. Perfekt. Dafür ist es dann aber auch robust, wenn es mal sitzt. Das muss man auch immer sagen. Das ist ja wirklich toll bei Playmobil. Okay, hier kommt schon mal eine schöne Glaswand daneben. Oh, sieht das schon edel aus, oder? Wieder kräftig drücken. So, hier kommt der nächste Balken. Das ist für die Ecke. Das sieht man ja auch, ne? So, einmal rein und dann mit den roten Püppeln der Glaswand wiederum verbinden. Nicht vergessen. So, genau. Einmal rüber drücken und dann sitzt das. Okay, hier haben wir schon den nächsten Balken. Und auch der kommt jetzt an die Seitenwand. Und ich werde das jetzt alles mal noch weitermachen, diese ganze Wand drumherum aufbauen. Und ja, dann melde ich mich wieder bei euch. Okay, hier haben wir jetzt von dieser Reihe das letzte Wandstück. Deshalb kommt hier auch als Abschluss quasi dieser orange-gelbe Balken dran. So, das ist der Abschluss. Einmal dran geklipst und wir drehen mal die Perspektive. Wir sind jetzt hier von der anderen Seite. Auch hier stecken wir wieder eine Glaswand dran. So, mit dem vorherigen Teil zusammenstecken. Supi. Und weiter geht's mit dem Aufbau der Rundumwand. Und endlich auch mal mit der Eingangstür. Die haben wir jetzt hier. Also einmal die Tür in die Glaswand reinstecken. Die lässt sich natürlich auch öffnen nach innen und außen. So, einstecken und dann haben wir bereits einen Eingang. So, auf der anderen Seite geht's weiter. Diese blauen Balken, die stecken wir genau davor. Das sind nämlich die Haltebalken für später, für die erste Etage. Das kommt gleich ein wenig später.
Aber die müssen wir jetzt natürlich schon anstecken. Okay, wir wechseln mal wieder die Perspektive. Wir sind jetzt quasi innen und gucken von innen auf die Eingangstür. Und auch hier geht es jetzt weiter mit einem Wandteil und diesem grauen Stück hier. Das ist nämlich der Fahrstuhl. Oh ja, Leute. Das Krankenhaus hat tatsächlich 2 Etagen und in die 2. kommt man über einen Fahrstuhl. Und ich dachte erst, boah Mensch, ein Fahrstuhl, das ist ja richtig cool. Natürlich ist es das, aber es hat natürlich auch seinen Zweck. Denn in einem Krankenhaus, da gibt es ja durchaus mal Fälle, dass jemand zum Beispiel im Rollstuhl sitzt oder ein Bett hochgefahren werden muss oder so. Und natürlich muss es da auch einen Fahrstuhl geben. Das habe ich vorher nicht bedacht, darum habe ich mich so sehr gewundert. Aber definitiv ein richtig tolles Teil. Ich meine, ein Fahrstuhl. Wo hat man denn schon mal einen Fahrstuhl in einem Playmobil-Set, oder? Also ich finde den Fahrstuhl richtig klasse. Und jedenfalls machen wir jetzt hier währenddessen schon mal weiter mit der ersten Etage. Die stecken wir jetzt hier mal zusammen. Erst wieder die ganzen grauen Grundplatten zusammengesteckt. So. Ja, eins fehlt noch. Zwar ein sehr großes. Seht ihr, das meinte ich vorhin, die sind so groß, die Teile, dass die uns hier kaum vor die Kamera passen oder auf unseren Tisch. Aber egal, wir kriegen es irgendwie hin. So, jetzt passt es schon. Okay, und auch hier geht es jetzt erstmal los mit den Wandteilen. Und das mache ich jetzt wieder für euch und melde mich später wieder. Okay, jetzt sind wir beinahe rum mit der Wand. Und hier, das ist die gleiche Seite wie gerade unten, nämlich die Fahrstuhlseite. Und das kommt jetzt auch nach links weg, sozusagen von dem, vom Flur aus. Denn da wird später der Fahrstuhl hoch und runter fahren. Und da haben wir auch gerade diese kleine Schiene gesehen. Darin wird er sich bewegen. Okay, diese orangenen Stückchen hier, das ist, wie nennt man das denn? Ich sag mal, der Abschluss zum Dach hin. Einfach damit das ein bisschen hübscher aussieht oben. Und diese blauen Teile, das sind jetzt auch die Teile für das Dach. Und die kommen jetzt auf die Orangen einmal rundherum und auch das mache ich mal fix für euch. So, damit wäre auch das Dach geschafft. Und jetzt ist es an der Zeit, unsere beiden Etagen ja, zusammenzuführen. Dafür den ersten Stock. Mensch, wie der erste Stock ist doch aber der obere, oder? Täusche ich mich da? Wie heißt denn bitte der unterste Stock? Der Flur. Aber ist ja auch egal, ihr wisst ja, was ich meine. Auf jeden Fall kommt die obere Etage auf die untere. Und das hier ist jetzt die untere Etage und das hier ist zum Beispiel mal das Operationszimmer, ein sehr tolles Zimmer. Schaut mal, wie detailgenau die ganzen Instrumente sind. Da oben so ein riesen Lichtstrahler für eine OP. Hier hinten, das ist für die Kinder die Station. Da haben wir so ein kleines Bild von den Kindern, für die Kinder meine ich. Hier noch so eine Tafel, ein Waschbecken und was es da nicht alles an Dekorationen gibt und Instrumenten. Das ist wirklich, wirklich toll gemacht. Auch für draußen gibt es noch Deko, hier an den Wänden jeweils ein bisschen Pflanzen und Blümchen, Klinik, damit man auch weiß, was ist das hier eigentlich. Hier vorne unten haben wir den Empfang mit einer netten Empfangsdame und Telefon. Da haben wir auch die Liege für den Kranken, sowie Ärztinnen und Schwestern sind dabei. Dann rechts unten noch ein Aufenthaltszimmer und oben die Kinderstation mit 2 Kinderbetten und noch viel, viel mehr. So, die Operation ist gut gebracht. So, wir sind fertig. Bitte holen Sie jetzt das Kinderbett, Schwester. Bin schon auf dem Weg. Kinderbett? Bett, Bett, Bett? Ja, Bett. Bin ja schon da. Hüpf rein. Na los, die bringt dich hoch. Juhu. Und los geht's. Okay, Kleiner, wir fahren jetzt Fahrstuhl. Was hältst du davon? So, festhalten. Gleich geht's aufwärts. Jui! Wow! Ups, entschuldige. Aber wir sind schon da. Okay, ich stell dich jetzt mal neben diesen anderen Jungen. Dann könnt ihr zusammen spielen. Was hältst du davon? Na dann, mach's gut, bis später. Hey, ich bin Marc und du? Ich bin Max. Wir heißen ja fast gleich, hm? Willst du mitkommen zum Clown? Clown? Juhu, spielen! Hey, wo ist er denn? Setz dich hin, er kommt gleich. Ah, okay.
Okay. Ich sehe nichts. Oh! Hallo Kinder, ich bin Goofy der Clown. Hat ihr mal Lust auf Musik? Ja, spiel Musik. Alles klar.